Ja, der Anblick ist gewöhnungsbedürftig mit der grauen Zugmaschine und dem Trailer hinten auf. So, abschließen. Ja, ist ordentlich. Kann man machen. Soll ich mal auspacken. Hier zum Ende August. Es geht in September rein, also 35 Grad, strahlender Sonnenschein. Ach, ich habe schön geduscht und dann was zu essen gegönnt im Restaurant. Hat sehr gut geschmeckt, sehr höflich und hilfsbereit die Leute. Kann man sehr empfehlen hier. So, jetzt geht's weiter und immer weiter. In der Zeit auch mal das. Nee, das sage ich nicht. Etwas studiert. So im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. So, mal gucken. Das sieht hier nicht nach Schatzkeksen aus. Das finde ich auch genial bei der Platte, bei der Sattelplatte, die ist sensitiviert. Das heißt, sie merkt, wann sie verschlossen und verriegelt ist und wann nicht. Das gibt dir das Fahrzeug jedes Mal, wenn du startest, wieder. Schöne Sache. Gibt so nochmal, man sollte es trotzdem kontrollieren, bin ich der Meinung, aber. Ist das immer hoch hier? Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. In meinem gibt einfach noch mal so ein bisschen mehr Sicherheit. Ne? Gucken wir uns das noch mal an, ansonsten geht mein Akku jetzt bald. Da, seht das. So. So, es ist Donnerstag. Mittlerweile haben wir 933 Kilometer mit dem LKW geschafft und ja, hätte deutlich mehr sein können, aber ich hatte zwischendurch noch ein, zwei Termine, die ich wahrnehmen musste, wo ich dranbleiben musste und die dann die Fahrzeit an sich ein bisschen beschränkt haben, aber wir waren nur schwer unterwegs und MAN hat über das Telemetriesystem in dem LKW mal geschaut, wie ich gefahren bin. Sie meinen gut, auch der Balken hier unten ist grün. Ich liege jetzt im Schnitt bei 33,4 Liter. Ich denke, da wenn wir mal raus hier aus diesem Kölner Knoten kommen, also ich weiß nicht, wie man hier leben kann und sich sowas öfters antun muss hier oder kann. Das ist so viel verschenkte Lebenszeit, also für mich wäre das gar nichts. Ich bin da lieber in Kartoffelhausen bei Kassel zu Hause, wo der Landkartoffeln leben. Ja, aber schön übers Hunsrück, immer schwer, immer 40 Tonnen, immer ordentliche Anstiege. Also das war schon gar nicht mal so ohne und meinten so, mit 33 Liter sieht das richtig gut aus. Lasse ich jetzt mal so stehen, fühle mich ein bisschen bauchgepinselt. Und ich wäre wohl ein guter Fahrer. Ja, jetzt haben wir es offiziell. Ja, aber ich muss, und das geht mittlerweile, mal im roten, im 18500er, das Telemetriesystem mal. Das ist aber hier schon Nötigung, Kollege. Mal aktivieren. Und. Dass hier der Kollege hier vorne einfach hart reingefahren und ohne zu blinken und da vorne ist dann erst das Ende der einen Fädelspur. Ja. Ja, aber weiter im Text.
Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Verbrauch bei der Last und vor allen Dingen bei der Leistung des Fahrzeuges. Er fährt sich auch sehr angenehm, also das kann ich nicht anders sagen. Ich habe jetzt natürlich noch nicht so dieses große, vielleicht Erfahrungs-, wie kann man sagen, Erfahrungs-Background wie einige andere, die hier möglicherweise zugucken, die schon verschiedenste LKWs gefahren sind in ihrer beruflichen Karriere. Das habe ich natürlich noch nicht. Also ich kann, womit kann ich vergleichen? Natürlich mit meinem MAN 18500er, dann mit, mit 30 Kilometer Scania R500. Oh, Gottes Willen. Dann mit ja, eine kleine Runde mit einem 18520, mit einem Actros, Fahrschuh Actros MP4 und ja, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Aber bezogen auf den MAN, den ich habe und mit dem Wissen auch, dass das jetzt nicht das schlechteste Auto ist, Kollege, lass mich doch bitte rollen hier. Muss man ehrlich sagen, dass das Auto ist ein echter Fortschritt. Was ich persönlich sehr gut finde, im Auto stört mich das total, ist die Lenkradunterstützung, also das heißt der Sidelane Assist. Und der ist in so einem LKW auf der Autobahn genial. Das ist nochmal ein nochmal entspannteres Fahren, gerade auf Langstrecke. In der Stadt finde ich ihn nicht störend, schalte ihn aber ab. In der Stadt. Das machst du einfach halt hier über die Lenkradtasten, gehst dann in die Lenkradhilfe rein und kannst dann hier zum Beispiel in diesem Menü kannst es dann nachher ein- und ausschalten, indem du halt, oh, wie war es denn? Ey, das machen wir mal im Stand später, wegen der Kamera, die ich jetzt nach vorne halten muss. Kannst du also sehr kommod ein- und ausschalten. Und aber auf der Autobahn ist es wirklich eine schöne Sache, das Ding einzuschalten. Das hat mich selber ein bisschen überrascht, dass ich das mag. Ansonsten so vom Durchzug her, ich meine, es ist ein 18580 mit dem 15,2 Liter D38 Triebwerk. Wir haben also 580 PS, wir haben 2900 Newtonmeter Drehmoment. Wobei, die A3 in Richtung Oberhausen. Das finde ich absolut störend, das Navi. Das ist zum Beispiel, das muss ich noch abschalten, die Durchsagen. Im Moment lasse ich sie an, ich lasse sie auch mit vollem Bewusstsein an, aber stört mich dann selber. Ja, kommt dann Narzisst durch. Ansonsten auch hier der, jetzt hat er ein bisschen hart reingebremst, das macht er normalerweise nicht, dass er das ein bisschen sanfter macht. Vorführeffekt ist halt auch der Assistent hier, jetzt müssen wir nicht so hart hier durchbeschleunigen, der Assistent wirklich hier eine schöne Sache, der Drive Assistant. Also er geht auch smooth in die Bremse und meiner geht da deutlich härter zur Sache. Auch hier ist schon die neue Generation sehr spürbar. Und das merkst du auch hier beim Stop and Go. Das ist in dem LKW eigentlich wirklich sehr, sehr entspannt, findet das statt. Besonders auch mit der Maschine, weil man das dann gerne hört, wenn der von unten so lostuckert, ne? Dieses Losdiesel. Weiß nicht, ob ihr das so soundtechnisch wahrnehmen könnt. Mir persönlich gefällt auch der Motorsound sehr gut. Er ist noch etwas akustisch hervortretender als jetzt bei meinem 500er. Ist klar, wir haben hier fast 3 Liter mehr Hubraum, also 2,8 um genau zu sein. Und was wohl Hendrik festgestellt hatte bei seinem 12,4 Liter Motor im 18480, ist, dass das Turbo-Pfeifen wieder deutlich präsenter geworden ist. Das gefällt ihm sehr gut. Und
Da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich einen D38 mal etwas länger fahre. Ich hatte im TG2 schon mal einen D38 auf einer kleinen Probefahrt. Da kann ich mich aber ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern, wie das war in dem LKW. Was sich mir noch nicht so richtig erschließt, Telefonanlage. Also hier würde ich zum Beispiel diesen Telefonhalter hier so hinbauen. Hier gibt es ja hier für unten gibt es noch so einen Tablethalter von MAN, und es gibt von MAN direkt noch einen Tisch vorne. Ich vermisse ihn jetzt noch nicht direkt, aber ich glaube, ich würde ihn reinbauen. Ja, und vorhin, was ich noch erwähnt habe, nicht erwähnt hatte, ich war nur ein paar Mal im Performance-Modus unterwegs. Habt ihr hier die Drehtaste am Schalt- und sag gleich mal Motorbremse-Stick und könnt dann zwischen Efficiency Plus, Efficiency, Performance und Manöver, das geht jetzt nicht, wechseln. Performance brauchen wir jetzt nicht. Na. Also bei Performance dreht er einfach nur die Gänge noch mehr raus. Da geht er so bis 1700, 1800 Umdrehungen. Und beim Efficiency, da versucht er eigentlich schon sehr früh zu schalten, was teilweise, wenn du richtig schwer bist, gar nicht mal so sinnvoll ist. Also schwer bist und in den Bergen kann er schon teilweise zu argen Verzögerungen führen. Dass du auf einmal so schön im, sagen wir mal, im 11. noch einen Hügel hochziehst, dann fällt er runter auf 900, dann schaltet er wieder runter, dass du dann so wieder auf 1300 Umdrehungen kommst oder wieder satt hochzieht, und im nächsten Moment schaltet er wieder in den 11. um dann wieder bei 900 zu landen und fast zu verrecken. Also das, und dann lohnt es sich dann eher auf Performance zu schalten oder auf Handschaltung umzustellen. Ich stehe da eher auf Handschaltung, muss ich ehrlich sagen. Geht auch ganz einfach. Hier habt ihr so einen Drücker. Da schaltet ihr um zwischen Automatik und manuell. Ja. Ansonsten finde ich, dass meiner mit dem Tisch, also mein alter 18500er, mit dem Tisch mehr Ablageflächen hat. Und das ist so ein, gerade weil sie hier drauf verzichten, dass man eine Armablage, das sind diese kleinen Fächer weg. Konntest du hier hochklappen. Da habe ich zum Beispiel Brillenetui drin, noch ein Brillenputztuch, so kleine Sachen, die einfach immer nur irgendwo rumfliegen. Die habe ich da reingetan und dann mit einem Griff habe ich die dann. Und das Fach ist weg. Und das finde ich extrem schade. Ich denke, dass das ein Sparfuchs zum Opfer gefallen ist, weil natürlich Scharniere zum Hochklappen, Verschlussmechanismen, noch eine Schale für diese Türschale, das kostet ja alles Geld. Und ich glaube, es hat dann ein Sparfuchs wegrationalisiert. Ist ja gut, ich fahre ja schneller als 40. Ja, aber insgesamt ist das Auto schon im Vergleich zu meinem ein wirklich signifikanter Schritt nach vorne. Der Motor hier, dieses Rung, Rung, Rung. Das ist, ich weiß nicht, ob man es im Video so mitkriegt, aber das ist schon schön präsent, ohne zu laut zu sein. Und das macht schon Spaß, das hört sich einfach gut an. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, das Dach oben ist jetzt ein schönes Glasdach, das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber es ist nur noch ein Hubdach, das kannst du nicht mehr auffahren. Finde ich ehrlich gesagt, gerade im Sommer, wenn du willst, dass mal wenn du zum LKW zurückkommst nach einer längeren Pause oder warst irgendwo in der Stadt oder spazieren, laufen, whatever, und kommst dann zum LKW zurück, der sich dann ordentlich aufheizen konnte, und dann mal das Dach oben aufmachen, weil du dich nicht getraut hast, weißt nicht, ob es regnen wird, kommst also wieder zum LKW und willst diese heiße Luft mal, die sich hier oben in diesem Ballon quasi in dem Dach halt, also diesen Ballon hier in dem Dach gestaut hat, mal schnell loswerden.
dann kannst du bei zum Beispiel bei mir das Schiebedach nach oben aufmachen. Dann spürst du richtig, wie der Kamineffekt nach oben zum Tragen kommt und die warme Luft nach oben rausgeht und kalte Luft nachzieht. Das hast du jetzt nicht mehr hier so stark, also es kann teilweise schon recht lange dauern, sodass du einen Klimakompressor nachts anmachen musst, um erstmal einzuschlafen, damit es überhaupt erstmal kühl wird. Das ist ein bisschen schade. Dass auch das dem Rotstift quasi zum Opfer gefallen ist. Also das Cabrio-Feeling ist weg. Osten, also Richtung Kassel, Höhe Geseke, da wo auf der rechten Seite diese Hammerpiste ist, wo die ganz viele Platten ausgetauscht haben und das dementsprechend nicht so gerade ziehen können. Und das ist, wenn ich das mit Beinen fahre, mit Stahlfederung vorne, überlege ich immer, nach links zu fahren. Also, weil das schaukelt schon und das ist schon, bist froh, wenn es hinter dir ist. Ne? Und hier mit der Luftfederung, muss ich ehrlich sagen, fühlt es sich deutlich komfortabler an. Also das ist wirklich, das spürt man den Unterschied, das ist schon komfortabler. Das ist, ohne dass sich auch in Kurven zu sehr neigt und einpresst, das ist schon schön geregelt, das System. Sie ist auch sehr angenehm straff, aber halt hier auf solchen Strecken stellt es halt noch einen guten Komfort dar. Ich bin aber, was die Spiegel angeht, immer noch nicht eins. Also vor allen Dingen kriege ich ja hier kein Popeye drunter. Oder ich mache es hier innen drunter. Also das mich anstrahlt die ganze Zeit. Also für mich muss eins ran, auf jeden Fall Windabweiser müssen ran. Und eigentlich habe ich ehrlich gesagt den normalen Spiegel doch noch ganz gerne. Und irgendwie, das habe ich gemerkt beim Rückwärtsrangieren in Bonn, in engen Sträßchen, da hat dann von hinten rechts die Sonne voll auf die Kamera drauf, auf die Spiegelkamera geschienen. Ich habe nichts mehr gesehen. Beim richtigen Spiegel habe ich das so noch nicht empfunden, also auch nicht so bewusst zumindest. Und ja, das war schon nicht ohne, ehrlich gesagt. Na, du bist selber ohne Einweiser rückwärts in solchen Gässchen und das ist nun mal die Realität. Da musst du einfach das, was du halt noch sehen kannst, das musst du auch sehen. Was ich gut finde, ist, dass es ein bisschen ranzoomt, die Spiegelkamera, wenn du rückwärts fährst. Das finde ich richtig gut. Ja, das aber ich. Ich finde, die Schärfe könnte noch etwas höher sein. Ja, ihr seht, ich suche so ein bisschen Argumente zusammen, weil eigentlich, das werde ich aber morgen merken, wenn ich den wieder abgebe, meinen wieder habe und dann in meine Spiegel gucke. Da warte ich im Grunde genommen auf das, auf dieses Aha-Erlebnis.
So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, diese Freunde. Das ist jetzt der zweite Take, weil die Kamera wollte es nicht aufnehmen. Ich bin schon wieder in Kassel, gebe gleich die Ladung ab und dachte, ich mache hier noch eine kleine Zusammenfassung. An sich bin ich sehr zufrieden mit dem LKW. Es hat Spaß gemacht. Gerade die Kraft, der Motorsound gefällt mir gut. Gerade dieses Wummern von dem großen Sechszylinder zum Untertouring-Bereich. Also das ist sehr kraftvoll und nicht aufdringlich oder dröhnend. Ansonsten glaube ich, gibt es genügend Videos, wo ihr die ganzen Schalter und Funktionen erklärt bekommt und wo man sich darüber erkundigen kann. Ich persönlich weiß ich nicht, ob ich jetzt so ein Fahrzeug mit den Spiegeln bestellen würde. Sie haben ihre Vorteile, gerade Nachtüberwachung im Dunkeln ist ganz gut. Was mir noch nicht gefällt, ist so die Schärfe und die Natürlichkeit. Darüber hinaus weiß ich nicht, Fun Fact, wo ich meine Poppies dann, also Popeyes, befestigen sollte. Nein, das ist weniger ein Einfluss. Ich bin da noch im Für und Wider. Und bin mal gespannt, wie ich nachher auf die Spiegel von meinem anderen LKW, wenn ich wieder umsteige, reagiere. Wie ich das wahrnehme. Ja, ansonsten, das Fahrzeug hat logisch angeordnete Schaltergruppen. Hier mal die ganze Luftunterstützung, das heißt Fahrzeug, Kughöhe und so weiter für Trailer ganz genauso. Das heißt, ich kann hier meine Höhe einstellen, eine Anfahrhilfe bzw. Festhalteassistent. Batterietrennschalter hast du wohl, glaube ich, 10 bis 15 Minuten Zeit dann und dann schaltet er die Batterie ab. Ist also jetzt nicht unbedingt der ADR-Schalter, das ist mehr so ein normaler Batterietrennschalter. Dann hier oben finde ich ganz gut diese Schnellwahltasten, da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Kannst du wohl Truck und so weiter festlegen. Also ist nicht nur fürs Radio, sondern für LKW-Funktionen im Allgemeinen. Kamerafunktion hier in dieser Schaltergruppe und hier unten haben wir dann nochmal alle möglichen, könnte man fast sagen, Achssysteme außer Luft. Das heißt, wir haben Differentialsperre, wir haben hier die Freischaukelfunktion, ESP und nochmal Gewicht bzw. Messanlage. Hier drüben dann für Systemreinigung vom AGR. Unterbinden ist das, glaube ich, wenn er da reingeht. Genau, hier steht oft drauf. Und dann, was man halt immer hat bei dem Fahrzeug und dazu konfiguriert, ist dann das Schalten des Nebenantriebs. Der ist hier nicht weiter angeschlossen, das heißt, wir haben auch einen Nebenantriebsausgang. Hier am Lenkrad dann für die Lenkradverstellung, die in weiten Bereichen möglich ist, öffnen und schließen. Lichtschalter. Ja, hier nochmal Steckdosen, USB-C Steckdose, dann haben wir ein AUX-In, eine 24 Volt Steckdose mit 360 Watt, dann 12 Volt mit 180 Watt. Dann hier oben nochmal so ein Ablagefach, also wenn ich so ein Fahrzeug jetzt nehmen würde, ich würde mir so einen richtigen Tisch draufsetzen, weil da habe ich einfach nochmal mehr Ablagefläche. Das hier ist von mir. Ja, OBU ist klar. Hier oben haben wir dann nochmal die Schalter für Nachtlicht, das ist Nachtlicht, genau, das ist das Rote, dann hier die Weißlichtfunktion, Deckenfunktion, Dachfenster auf, Dachfenster zu und Rollo runter, Rollo rauf und er schließt auch gut ab, also ihr seht, ne, da bleibt nichts draußen stehen. Wie das kennzeichnet auch nochmal so diese ganze Durchdachtheit und Verarbeitungsqualität des Fahrzeuges, das finde ich schon gut, das ist wirklich. Da knarzt nichts. Hier vorne aus diesem Bereich, aus dem linken Bereich, da kommen so Raschelgeräusche bei der Fahrt. Und das soll wohl an der Wartungsklappe liegen, hier irgendwo. Normalerweise kommt hier keiner lang, machst die Tür auf, kommt natürlich ein Auto. Das ist vollkommen klar. Das müsste man sich nochmal anschauen hier. OBU ist ja hier. OBD meine ich. Da müsste man noch mal hinterher gehen ein bisschen. Und auch da unten sein, bis das von da unten hochkommt. Ja, Leseleuchten haben wir 1, 2,
3 in dem Fahrzeug. Ich habe schon mal alles so ein bisschen zusammengepackt. Das ist ein alkoholfreies Bier. Das muss ich nochmal für die Fahrt jetzt für die restliche verstauen. Oben im Bett habe ich jetzt nicht benutzt. Das ist sehr bequem, das Bett. Kann ich nicht anders sagen. Auch mit der Verbreiterung hier nochmal kannst du schön. Ich bin so Bauchschläfer mit angezogenem Knie meistens. Perfekt dafür. Ich habe auch gut geschlafen im LKW. Was ich besonders genial fand, war die Funktion Luftfederfahrwerk vorne und hinten. Das heißt, ich konnte den, egal wie ich stand, ziemlich gut austarieren und immer wieder in die Waagerechte zurückbringen. Das war, das habe ich sehr genossen, wie aber auch der Fahrkomfort, der sich mit der Luftfederung ergeben hat. Das heißt also für mich, das nächste Auto würde mit Vollluftfederung in Frage kommen, zumal die mittlerweile auch schön straff abgestimmt sind. Also das ist schon gut so. Ja, dann haben wir hier nochmal, Moment, das sind ja Freiraum schaffen. Ich will nachher nochmal ein bisschen durchsaugen. Deswegen habe ich meinen Kärcher, ihr könnt sich ja erinnern, Kärcher Staubsauger mitgenommen. Ich habe hier ein bisschen Obst drin. Dann hier der Abfalleimer. Das auch alles hier mit so Schwerlastauszügen, beziehungsweise richtigen Metallauszügen konfiguriert. Na gut, Schwerlast wird das jetzt nicht sein, aber sehr stabil gemacht. Gefällt mir gut, wie aber auch hier zum Beispiel bei diesen Getränkehaltern. Das ist alles mit Metallauszügen. Sehr dauerhaft und wertig auch gemacht. Also das ist schon gut so. Dann haben wir hier noch einen Kühlschrank, der natürlich wie jeder oben schließende Kühlschrank vom Belüftungssystem auch in solchen Wohnmobilen auch zur Schwitzwasserbildung neigt. Ja, ich habe jetzt einen Haufen Süßkram drin. Datteln vor allen Dingen. Und das ist so eine Krankheit, dieser Kühlschrank. Ist aber egal, welcher Hersteller du nimmst, das ist so. Da musst du schon richtig Festschließenden haben. Und den will wahrscheinlich aus der Trucker-Gemeinde keiner haben, weil das wieder bedeutet, dass du halt, dass diese Dichtungen letzten Endes dann wieder bald nachgeben. Ja, ansonsten Gardinen haben wir drin, einmal zum Rundum, links, rechts eine. Die Spiegel werden dann durch einen Schlitz halt ausgespart. Da oben ist noch ein Staufach. Hier haben wir dann das Bettchen oben, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, das wird schon gut sein. Dann, wenn du schläfst, nachts halt zum Schalten der ganzen Funktion. Fenster, Beleuchtung, Multimedia-System, Wecker kannst du einstellen, Dachfenster kannst du steuern und so weiter. Hast du hier diese Fernbedienung. Ich bin da nicht so glücklich drüber, ehrlich gesagt. Ich hätte mir dann zusätzlich halt nochmal ein Tasterfeld gewünscht, um letzten Endes ganz schnell mal Fenster aufzumachen, Dachfenster aufzu und vielleicht Nachtlicht schalten. Gut, das hast du jetzt da vorne mit dem Schalter, aber da bin ich noch so Freund einfacher Schalter. Das am alten Modell ist das ja so, dass da hast du diese Schalterbatterie. Das finde ich persönlich besser, als wenn ich dann nachts, wenn ich so im Halbschlaf bin, wieder aufwachen muss, um mich mit dieser Fernbedienung hier auseinanderzusetzen. Und finde ich nicht so glücklich. Oben hingegen hast du dann noch diese Schnellwahlbatterie. Ja, aber dazu müsste ich dann, wenn ich nachts schlafe, und das will ich ja nicht, ich will nicht wirklich richtig aufwachen, müsste ich richtig aufstehen, nach da oben fingern und dann kann ich auch die Fenster steuern. Und ja, das finde ich nicht so glücklich, oder ich hätte gerne nochmal so eine Schalterbatterie auch unten verbaut gehabt. Da kann man ruhig hier auch ein bisschen Platz wegnehmen von einem der beiden oder es oben drüber setzen, was weiß ich. Das wäre für mich glücklicher gewesen. Dahinter haben wir dann nochmal relativ hoch abgesicherte USB-Ports. Das heißt, da kann ich gut drüber laden. Dann haben wir nochmal wie vorne an der Seite auch 24 Volt und 12 Volt mit 360 und 180 Watt. Das gleiche haben wir auch hier. Am Armaturenbrett. Dann das Tischchen. Ursprünglich ja mal im Actros halt MP3 als erster drin gewesen, nach meinen Informationen. Dann hier in dem Sinne, glaube ich, von Scania mehr oder weniger übernommen. Das ist super, also ich habe hier am Laptop ein bisschen gearbeitet, konnte mich rechts hinsetzen. Und was ich persönlich als Einzelfahrerausstattung richtig gut finde, und du kannst auch noch mal jemanden mitnehmen, bedingt, also super bequem ist der Sitz nicht. Er hat keine Sitzpolster-Neigungsvorstellung. Du kannst höchstens die Sitzlehne noch mal ein bisschen neigen. Das ist der Sitz hier. Den finde ich klasse. Da kann man zum Beispiel, machst du dieses Polster hoch, rastest es ein und dann über diese Schlaufe hier
Warte. Ah. Genau. Kannst du das zum Tisch umstellen? Machst die Lehne noch ganz hoch, hast du einen Becherhalter drin, hier hast du noch mal ein bisschen Platz direkt neben dem Bett. Und dabei kannst du ihn auch. Na, jetzt rächt sich der Staubsauger. Das ist der Gurt gerade blockiert. Eigentlich geht es auch mit geschlossener Tür, aber da müsste der vorgeschoben sein. So, dann kannst du den hier entsprechend umdrehen und hast dann hier neben dem Bett oder halt hier in diesem Bereich, hast du einfach rechts nochmal so ein kleines Tischchen. Musst aufpassen, dass du dir hier nicht die Beine rammelst, was schnell mal gehen kann, aber ansonsten ist das super. Eine schöne Sache. Also es ist immer noch kein Actros Solo Star Konzept, aber auf jeden Fall wertet es den Innenraum, finde ich, nochmal erheblich auf, indem du halt das Ding da zusammenklappst, klein machst und einen Tisch draus machst. Das finde ich schon, habe ich gut genutzt. Also das hat mir Spaß gemacht. Ja, aber mehr gibt es jetzt hier auch nicht zu sagen. Kabine, da nochmal oben und unten. Oben zwei Ablagemöglichkeiten, unten die eine hier hinten. Ja, ansonsten schöne große Staufächer. Ich glaube, ich mein Krempel gerade drin. Hier hast du also wirklich richtig Raum drin. Hier oben nochmal ein zweites Fach drin. Das hätte ich mir fast überall gewünscht, dass nochmal so eine Fachunterteilung da ist. Dann kannst du die Fächer nämlich viel, viel besser nutzen. Hier auch recht tief auch, wenn man schaut, so mein Arm gestreckt. Ne? Also da kriegst du schon eine Reisetasche schön unter. Hier auch, hier jetzt mein Krempel drin, das lassen wir mal zu. Und dann, mal gucken, dass ich die Flasche hier neu hinstelle, hast du halt hier auch nochmal das Bett. So, was sich wirklich sehr einfach hochklappen lässt. Und hast dann hier die Staufächer. Hier kannst du hier oben nochmal was reintun. Finde ich klasse und kommst dann hier unten ans Staufach ran. Also, die sind wirklich groß geworden. Links wie rechts ungefähr gleiche Größe, würde ich mal behaupten. Ja, kommst du gut ran. Also, das ist schon, das ist prima. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, auch hier in dem Fach, in dem Ausschubfach, da kriegst du noch richtig was unter. Also Staumöglichkeiten, würde ich mal für mich zumindest behaupten, sind hier genügend vorhanden, auch wenn man die obere Schankzeile fürs Individualpaket nicht nehmen sollte. Ja. Ja, das ist nochmal zwischen ein Spieler, was ich besonders angenehm finde, ist einfach das Fahrverhalten. Das ist also im Vergleich zu meinen schon nochmal ein ordentlicher Sprung. Und vor allen Dingen dieses Kaltstartverhalten, Kaltfahrverhalten. Also wenn du morgens losfährst, der Motor ist im Grunde genommen fast schon voll da. Nicht warm, aber voll da. Lässt sich das Getriebe, Motor, Kombination seidenweich schon von, auch im kalten Zustand, seidenweich fahren. Wir haben jetzt hinten 13,5 Tonnen drauf, bin jetzt nicht irgendwie leer. Das heißt, ich fahre jetzt zum Entladen. Und dann das Wochenende. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm. Das ist nochmal ein ordentlicher Sprung zu meinem. Fertig mit der Deutschen Bahn. An dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Tom. Ich habe ja ein ganz miserables Namensgedächtnis. Deswegen hatte ich den Namen nochmal bei einer hübschen Kollegin nachgefragt. Auch an Sie schöne Grüße. Ja, vielleicht nochmal eine kleine Mitfahrt hier durch Kassel. Also ich muss ehrlich sagen, diesen Motorsound hier von dem 15,2 Liter Diesel, der ist schon, ich kann mich da nicht dran satt hören. Ich würde auch gerne mal den 12,4 Liter fahren. Das heißt im 520er oder halt was Vergleichbares. Und wie der sich so auf Dauer anhört und wie sich da der Motorsound entwickelt hat, weil Henrik sagte zu mir, dass der Diesel, Quatsch, der Turbo, ein bisschen präsenter geworden ist. Und das will ich mir auch gerne mal anhören.
weil hier sind 15,2 Liter. Das ist halt kein Alltagsauto, der braucht halt auch ein bisschen mehr. Ich habe mir jetzt wieder runtergekriegt, teilweise auf 31,9. Ich denke, da ist auch im flacheren Land mehr möglich, den noch tiefer zu fahren. Ich denke auch, wenn ich Richtung Norden fahren würde, wäre auch eine 29, vielleicht sogar eine 28 möglich. Aber dann nehme ich mal an, war Schicht im Schacht. Also die Verbrauchswerte, die du mit so einem 12,4 Liter modernen hinbekommst, die schaffe ich nicht mit dem hier. Danke wäre auch mal ganz nett. Das ist so typisch Kasseler Seele. Ne? Das ist einfach oftmals sehr unhöflich. Das muss ich sagen, das habe ich in Kassel schon öfters beobachtet. Trifft mit Sicherheit nicht auf jeden zu, aber manche, die sind so stocksteif, als hätten sie sich zum Besenstiel eingeführt. Ja. So, und jetzt geht's aber hier. Das Positive heute ist, ich darf meinen MAN wieder übernehmen. Da freue ich mich auch drauf, weil ihr wisst, das eigene ist immer das Heimischste und da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf. Auch auf den direkten Unterschied. Den